Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Sperrin aus der Reiferbahn Sporthalle Sperrin. Wir sind heute frühst aufgestanden, am frühen Sonntagmorgen trifft die E-Jugend weiblich 1 von Grün-Weiß Sperrin auf dem Parchimer SV. Von der Tabelle her eine klare Angelegenheit, doch wir wollen gucken, ob sich die Parchimer hier beweisen können im Spiel gegen die favorisierten Grün-Weißen. Und auf geht's, das Spiel geht los. Und der Tabellenführer legt los wie die Feuerwehr. Nele Münnig mit dem ersten Treffer 1-0. Auch Parlim lässt sich nicht lumpen, die erste Chance durch Nadia Teil. Und der erste Wurf übers Tor. Und der Wurf an die Latte von Tabea Alm. Im E-Jugendbereich wieder ganz klar Manndeckung gespielt, also das 1 gegen 1. Michel Meissner hält den Ball einfach fest, bis ein bisschen mehr Platz ist und jetzt wird gelaufen, jetzt gibt es wieder Freiwurf für Nadia Teil. Jetzt technischer Fehler. Hey.
Und Tabea Alm mit dem zweiten Treffer in dieser Partie zum 2:0 für Grün-Weiß Schwerin. Und Schrittfehler provoziert. Und der Treffer Nummer 3, Shira Rüdiger. Das war vorher gut gemacht von Caroline Büsselberg. Den Schrittfehler provoziert. Somit dem Ballbesitz erobert, aus dem dann das Tor fiel. Und Ruda hat sie schön gehalten, den Ball, aber hat sie sich wehgetan. Die Anna Groth. Und das nächste Tor für Grün-Weiß Schwerin, Helene Theile, zum 4:0. Also hat Grün-Weiß Schwerin gut zugestellt. Die Spielerin weiß nicht, wo sie hinspielen soll. Die Teil die aktivste im Parchimer-Team immer wieder eine Lücke findet, aber es noch nicht wirklich in Torerfolge ummünzen konnte. Und der Konter für Schwerin läuft bereits wieder. Und der Treffer durch Nele Mönnig. 5:0. Trotzdem wird auf grün-weißer Seite noch nachjustiert. Trotz des erfolgreich abgeschlossenen Angriffs. Dann noch die Anweisung an die Werferin, noch mehr in die Ecken zu werfen. Und das war auch ein schöner Pass raus. Und dann Nele Laschner mit dem Treffer zum 6:0. Kleine Probleme gehabt beim Fangen. Den Ball aber doch sicher und dann 3 Schritte und den Wurf ins Tor. Da sieht man, dass die Manndeckung auf Parchimer Seite nicht so gut funktioniert und jetzt gibt es 7 Meter. Und Spielerwechsel für diesen 7 Meter. Tabea Alm verwandelt sich links unten in die Ecke. Ihr zweiter Treffer in diesem Spiel. 7:0. Wieder gut aufgepasst von Nadia Theil, die den Ball abfängt. Für Grün-Weiß Schwerin und bei Parchim fehlt er die Zuordnung, auch wenn der lange Pass
noch gefährlich wird fürs Parchimer Tor, dann nicht ankommt. Gut auf. Gepasst von Nele Laschner. Da oben die Gegenspieler rumläuft und den sicher gegloppten Ball dann abfängt. Und jetzt wird gestellt und sie behilft die Nele immer nicht. Aber der Ball geht nur an die Latte. Noch kleine regeltechnische Schwierigkeiten, das aber gut gelöst und Charlotte Büsselberg mit dem Treffer zum 8:0. Und man muss beim Stand von 8:0 bei Grünwald-Schwerin aber auch sagen, dass es 6 verschiedene Torschützinnen gibt. Und Caroline Büsselberg ist denn jetzt die 7. Eine sehr ausgeglichene mannschaftliche Leistung bisher. Gehalten und der Konter für Schwerin läuft. Versuchte das 1-1. Es war richtig, es zu versuchen. Und da muss man auch sagen, Nadia Teil wieder gut dabei. Der Schiedsrichter spielt ein bisschen Lauf, ein bisschen Gnade vor Recht ergehen. Und Parchim auch die Möglichkeit zu lassen, hier etwas ins Spiel zu kommen. Also richtig sind die Mädchen aus der Kreishauptstadt nicht im Spiel. Ja, und kaum im Spiel. Dann auch der Treffer von Henrike Schärf zum 10:0. Und man bleibt dabei grün-weiß an der Linie treu. 8. Torschütze. Oder 8. Torschützen bis hierhin. Und es wird weiter fleißig durchgewechselt. Und jetzt vielleicht die Chance für Parchim hier zum ersten Treffer zu kommen. Ah, der Wurf aufs Tor. Zu ungefährlich. Man versucht es, aber dann guckt die Spielerin etwas verwirrt. Und die Grün-Weißen konzentrieren sich da aufs Spiel und sind dann weg. Und Nadia Teil mit einem schönen Wurf und der war auch klasse gehalten von Anna Groth. Und wie der läuft, der Konter für Grün-Weiß-Schwerin. Und der Treffer Nummer 2 für Shira Rüdiger. Zum 11:0.